Allora, che bello! Herzlich willkommen zu der neuen Giro-Vorschau von die Giro d'Italia Nummer 100. Siento, ich glaube, aber ich weiß es nicht. Zu die neue Giro in die 2016. Ist übrigens unsere 5. Du hast gestern schon 15, 16. Unsere fünfte Vorschau bereits schon, die wir machen. Also sind wir schon mindestens seit 5 Jahren auf YouTube. Seien wir nicht böse, aber das ist doch normal. Das ist normal. Das ist normal. Ja, und wie immer fangen wir an mit den Fahrern, die wir prognostiziert haben im letzten Giro. Und gucken, was die da so geschaffen haben. Ich werde jetzt an der Stelle vorlesen, wen wir prognostiziert haben. Und Sebastian sagt, was er gegriffen hat. Also, wir beginnen mit Damiano Cunego. Wir haben ihm 3 von 10 Punkten gegeben, aber haben trotzdem gesagt, dass er in die Top 20 kommt. Nun ist doch die Frage, was hat er getan? Ja, also er hat uns schon mal komplett ruiniert dadurch, dass er gar nicht auf die Gesamtwertung gefahren ist. Ist am Ende 44. geworden, kann ich dir sagen. Aber natürlich aufgefallen ist er dadurch, dass er eigentlich bis zum letzten Tag um die Bergwertung gekämpft hat, da auch lange Zeit gut dabei war und auf der letzten großen Bergetappe das Bergtrikot noch an Mikel Nieve verloren hat. Von der Sky-Mannschaft. Also von daher ist ein guter Giro gefahren, Top 20 war es leider nicht, aber ich. Ja, aber hat die Eier auf den Tisch gelegt. Aber er hätte auch Top 20 geschafft. Nur also da, eigentlich hätte er es geschafft, wenn er da, ne? Wenn er Bock drauf hat. So, der nächste ist Sergej. Ja, Sergej. Ja, ist spannend, ja. Sergej. Faisanov, ne? Firzanov heißt er. Da haben wir uns gedenkt, dass er 2 von 10 Punkten hat und in die Top. Das hast du gesagt, Top 50 ist das. Ja. Und er ist tatsächlich genau 30. geworden, also. Wisst ihr, ne? So, Steven Cruz. Top 50 ist halt auch eine geile Aussage, also mal ganz ehrlich. Ja, gut, aber ich meine, Steven Cruzweig haben wir 6 von 10 Punkten gegeben. Ja. Ich habe das Gefühl, dass du die dem gegeben hast. Ich weiß nicht, aber wir haben ja, gesagt, die Punkte, Top 10. Ich habe sowieso alles gemacht. Ja, aber ich hätte ja vielleicht meine Meinung dazu gesagt. Aber. Nee, wenn du irgendwo noch extra eine Meinung gesagt hast, habe ich es hingeschrieben. Aber das okay. Hast du da nicht. Also, Top 10 haben wir gesagt, hat er es geschafft? Top 10 hat er locker geschafft. Er ist 4. geworden, hätte ja beinahe in Giro gewonnen, ist auf einer Abfahrt noch gestürzt und hat sich damit leider alles versaut und ist dann am Ende nur 4. geworden. Also da wäre mehr drin gewesen für ihn. Ich lese den nächsten Namen und will ihn nicht aussprechen. Ja. Ah, Carlos Bitoncourt. Jetzt ist die Sache, ich habe leider die Ergebnisse vom letzten Jahr nicht mehr im Kopf. Muss ich seine Familie verbrennen oder nicht? Wir haben gedacht, wir haben ihm 4 von 10 Punkten gegeben. Ich habe gesagt Top 10, du hast gesagt Top 20. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal nicht geworden. Ich suche ihn gerade verzweifelt. Ich scroll ruhig mal bis ganz unten, weil bei dem weiß man echt nie, wo er landet. Hat er auch aufgegeben? Sieht so aus, ja. Weil ich sehe ihn nicht in der Gesamtheit. Aber der hat auch nicht wegen dem Sturz aufgegeben. Ich glaube, der war... Der war fett. Ja. Also... Ich guck mal ganz kurz nach. Carlos Bitoncourt, aber er hat es ja nicht hier erreicht. Also... Ja, erzähl mal. Falls du diese Folge sehen solltest, ich weiß nicht mehr genau, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Aber ich habe sehr viel von dir gehalten. Das heißt, ich werde keine Drohung aussprechen, sondern Taten sprechen lassen. Geil. Also, man muss natürlich sagen, er ist natürlich auch als Helfer für Valverde gefahren, darf man nicht vergessen. Und er hat auf der 19. Etappe den Giro aufgegeben, war da auf Platz 69. Also, hätte er nicht geschafft. Genau. So, Tom Dumoulin. Haben wir 5 von 10 Punkten gegeben und haben gesagt, er ist in die Top 10. Ja, jetzt muss ich gerade wieder zurückgehen. Das ist der Wahnsinn. Dumme Technik, ey. Dumoulin, wo fährt er denn? Tom Dumoulin fährt für das Team Sunweb. Also für die hier, ne, Jungs. Mhm. Wisst ihr Bescheid? Tom Dumoulin wurde letztes Jahr, ich glaube, der hat auch aufgegeben, wenn ich mich nicht täusche. Haben einige hat aufgegeben. Hat eine Etappe gewonnen, ist 6 Tage in Rosa gefahren. Das habe ich mir gerade noch rausgesucht. Aber er hat, glaube ich, aufhören müssen. Ich weiß aber nicht mehr, warum. War schon lang her, ne? Mhm. Soll ich schon mal mit dem nächsten weitermachen? Kannst du machen. Der nächste ist Inui oder Inuf Zakarin. Inur Zakarin hat auch aufgegeben, war aber glaube ich ziemlich weit vorne an der Stelle. Aber wir kommen eh nochmal darauf zu sprechen. Aber es haben mega viele aufgegeben. Ja, es sind ziemlich viele raus. Aber der war glaube ich unter den Top 10 auf jeden Fall. Und dann bester Mann, Ryder Hegedal. Ryder Hegedal. Wir haben uns gesagt 6 von 10 und Top 10. Hat er nicht geschafft, so viel kann man schon mal sagen. Wir haben ja mehr Fahrer in die Top 10 hier reingeschritten, als überhaupt 10 reinfahren. Ja, das ist echt so. Sei mir nicht fest. Hat nicht geklappt? Nein. Warum? Keine Ahnung, ich sehe es nicht.
Achso, okay. Ich sehe nur die Top 10 halt vor mir. Also. Okay, André Amador, Top 10, haben wir gesagt. Ist Achter geworden, obwohl er Helfer von Valverde ist. Ja, aber ich finde es sowieso behindert. Also ein sehr guter Helfer, der kann auch ein gutes Ergebnis erzielen, trotz dass er ein Helfer ist. Weil wenn er nämlich die Eier hat, mit Valverde vorne zu bleiben, ja, klar. Dann kann er auch gute Punkte erzielen. Also wenn er genug Leute abhängt durch sein Helfen. Und Amador ist ein geiler Typ. Also da haben wir mal richtig, ne? Esteban Chavez haben wir 6 von 10 gegeben und haben gesagt, siebte? Siebte haben wir gesagt. Ja, stimmt, das hast du gesagt. Nee, ich hab das gesagt, glaube ich. Ich hab, glaube ich, gesagt, genau siebte wird er. Ja, genau verschätzt. Zweiter ist er geworden. Also hat er mal richtig einen rausgeholt. Da haben wir ihn stark unterschätzt. Aber muss ich auch mal nochmal hier an der Stelle erwähnen, ich habe es bestimmt auch in der letzten Folge schon erwähnt, aber ich habe ihn entdeckt. Bei Team Columbia. Ja. Bei Team Columbia, Freunde. Auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollt, aber da ist ja der eine oder andere dabei, wo ich immer, ne? Egal, alle ran, alle. Ja. Schneid es bitte raus. Also da haben wir... 7 von 10 hast du gesagt. Und du hast ihn direkt gemacht. Junge, ich habe an seinem Schwanz kommen und habe gesagt 10 von 10. Du hast gesagt Top 5, ich habe gesagt Top 2. Was ein Spaß, ich bin mal häufig gesagt direkt. Top 2, was eine Aussage. Also, dritter ist er geworden bei Werder. Also war schon eine gute Leistung. Ja, das ist muss man sagen. Das ist so ein Bruder. Rafael Majka haben wir gesagt Top 3 und haben ihn 8 von 10 Punkten gegeben. Der ist Fünfter geworden, tatsächlich. Also auch das war jetzt nicht so schlecht. Rigoberto Urán. Was haben wir da gesagt? 7 von 10 und 10er bis 15er, aber ich ganz ehrlich... Das hast du gesagt, weil du mich... Ich frage mich, also heute mit meinem Wissensstand frage ich mich, warum? Der Mann ist doch so scheiße. Wie viel ist er geworden? Siebter. Echt? Ja, ich find, der ist nicht so scheiße. Ja, aber der ist so komisch. Der ist halt sehr unauffällig, aber er ist nicht scheiße, muss man ihm lassen. Also. Trotzdem Ivo Top 3, das hast ja echt du gesagt, oder? Das hab sicher ich gesagt. 20. Also ist dritter ist auf jeden Fall nett geworden, weil da ist der Walli. Ja. So, Mikelanda haben wir gesagt, Top 3. Der ist auch ausgeschieden, aber ich glaube, der war vorne mit dabei, als er ausgeschieden ist. Und dann haben wir gesagt, Vincenzo Nibali Sieg. Da haben wir, na, also im Endeffekt... Wobei wir sagen müssen, also ich habe mir jetzt gerade mein letzten Video hier haben wir uns gerade angesehen, also wir haben schon ganz schön hart gesagt bei Mikelanda. Also wir hätten uns auch, glaube ich, immer gewünscht, dass er gewinnt, ne? Also ich habe mir gewünscht, dass Valverde gewinnt, glaube ich, oder? Ja. Also aber, Sky halt, ne? Ja. Aber ansonsten... Endlich. So, dann... Jetzt geht die Post ab. Kommen wir... Ja, du fängst an. Zu den, stimmt. Nennen wir das Favoriten? Also ich würde sagen... Ihr kennt uns ja, ne? Also wer die Giro-Vorschau schon so ein paar Mal geguckt hat, der weiß, dass dann doch immer mal der eine Garcelli oder Cunego mehr reinrutscht, als eigentlich nötig wäre, ne? Und so ist auch dieses Mal. Und drum fangen wir an. Mit wem fangen wir denn an? Pascal? Also meine Freunde, Peyo Bilbao, ich hoffe, ich nehme auch an, dass viele Pro Cycling Manager Zuschauer, sei es jetzt bei dir oder bei mir, und selbst wenn sie nur bei dir gucken, werden sie bestimmt in der Dualaufnahme schon mal gehört haben, wie ich mir einen abgeschrubbt habe wegen Peyo Bilbao. Aber, also Jungs, ich grüße alle, die mich kennen, TerrorLP, youtube.com/knochentrocken-jochen. Ich kenne ja noch nicht. Geil! Größte Erfolge. Peyo Bilbao, 2 Etappensiege bei der Tour of Türkei. Geil. Sieger der Tour de Boys. Ja, irgendwie sowas, ja. Views. Boas oder so. Vuelta Castilla y León ist der 2. geworden, 6. Geil. Platz Vuelta Burgos. Geil. Und 60. Platz Vuelta España. Geil. Muss man ja sagen an der Stelle, er war oft nah dran, aber hatte nie die Eier. Und dazu muss man nah sagen... Nah dran, woran? Ah, ja gut, warte mal, ich bin noch nicht fertig. Ja? Also, 2. Platz bei der Türkei-Rundfahrt, dadurch, dass ich die Türkei-Rundfahrt... 2 Etappensiege. Oh, sorry. Also dadurch, dass ich die Türkei-Rundfahrt gefahren habe und ich davon ausgehe, dass das relativ realitätsnah ist, fahren da nicht die besten Fahrer mit. Also ganz ehrlich, da hätte man mindestens in Top 10 stehen müssen. Tja. Ich hätte es hingeschrieben. 2. Platz, Vuelta Castilla y León, ist doch auch ein Plepprennen, oder? Ja, so ein spanisches Rennen. Ja, halt. So ein. Also, bis jetzt hat er nicht viel erreicht. Der ist auch schon 27. Und ich muss dazu sagen, den Platz bei der Vuelta in 60. habe ich nur hingeschrieben, weil es sein bestes Grand Tour-Resultat ist, was er bis jetzt in seinem Leben erreicht hat. Also momentan hat er im Jahr 2017 einfach nur mal, um zu sehen, wie er in Form ist. Ja. Im Giro hat er noch nie mitgemacht. Nee. Er ist 36. bei der Volta Valenciana geworden. 16. bei der Volta Algarve. Algarve, ja, das ist Portugal. Mhm. 71. Platz bei der Abu Dhabi Tour, Katalonien hat er aufgegeben.
Weißt du was, wo 110, Alter, was ist denn? Junge, ey, ganz ehrlich, Cyanide Sports, was ist los mit euch? Warum gibt ihr dem Typ 76 und 79 am Hügel oder was auch immer da hat? Ja, ich glaube, die meisten Erfolge von denen, die du vorhin vorgelesen hast, waren 2015, ne? Guck mal hier, diese 15, ne? Tour de Bois, Tour of Turkey hat eine Etappe gewonnen und so, also, deswegen wahrscheinlich. Aber. Bei den Stärken, also die Karteikarten, wisst ihr, die macht der Finte, so immer steht hier einfach nur, Pascal sagt das. Aber eins muss man ihm lassen, er hat Eier, er ist ja, normal, das würde er nicht bei mir fahren. Nee, aber ganz ehrlich, also prognostizieren, ja, weiß nicht. Was würdest du tippen? Ich würde da gar nichts tippen, ganz ehrlich. Also, ich traue ihm nichts zu. Also ich sag mal Top 10. Ich drehe den Spieß mal um, ich sag nicht, was er schafft, sondern was er nicht schafft. Aber warte mal, fährt er als Captain? Das weiß man nicht. Ursprünglich war ja Scarboni Captain. Gut, wir machen es so. Aber wenn er als Captain fährt, Top 10. Wenn er nicht als Captain fährt, dann ist es scheiße einzuschätzen. Ja. Weil wenn er dann Helfer von ihm, dann ist er Helfer. Keine Ahnung. Ich weiß, ich wäre bei Astana jetzt noch also so mitfährt. Es war auf jeden Fall kein großer. Also wenn er Helfer ist, dann halte ich mich da raus. Aber wenn er Captain ist, dann Top 10 mindestens. Ich würde sogar fast so weit gehen, Top 8 sagen. Aber okay. Also ich sag, er schafft nicht die Top 50. 51. oder aufwärts, sag ich. Okay. Ja, so, okay. Hätten wir das geklärt, diese schöne Formalität. Ist die Karte schon geflogen? Na klar. Das ist ja krass. Dann kommen wir als nächstes zu einem weiteren Spanier. Ja, zu Igor Anton Hernández. Du machst mich doch platt. Du weißt genau, dass ich jetzt Top 3 sag. Das ist doch nicht normal. Sei mir nicht böse. Fetch for Dimension Data ist seine sechste Teilnahme bereits schon beim Giro. 34-jähriger Spanier, ne, kann man ja dazu sagen. Größte Erfolge. 4 Etappen bei der Vuelta schon gewonnen in seinem Leben. 2 Etappen bei der Tour de Romandie. 8. wurde schon mal bei der Vuelta und auch 9. 2007 und 2012. Also schon busy her. Das Ding ist dadurch, dass Oscar Tell halt einmal nicht mehr da ist. Das hat ihn gebrochen. Ja. Beim Giro ist er letztes Jahr 28. geworden, vorletztes Jahr 38. 2014 37. Ne? 2011 hat er immerhin, das war seine beste Giro-Teilnahme, eine Etappe gewonnen und 17. Also, ne? Und dieses Jahr hat er jetzt auch nicht wirklich, also ich sage mal, die beste Platzierung war Platz 28 bei der Flèche Wallonne. Also, ja, aber er ist halt auch echt nicht mehr jung, ne? Also 34 ist schon so ein Alter. Richtig. Ich meine, Valverde ist mit 36 am dritten gefahren, oder? Ja, Valverde ist halt auch wirklich... Ja, ich meine, der hat Eier. Also man kann auch in dem Alter es schaffen, aber ich glaube, Igor Chris Anton... Warner. Ich glaube, Igor Anton, ich denke mal Top 25, kann man sagen. Top 25. Also ich sage mal, wenn ich an Igor Anton denke, denke ich immer an die Vuelta 2010, die er eigentlich schon gewonnen hatte und dann auf eine flache Etappe gestürzt ist und sich irgendwas gebrochen hat und dann ausgeschieden ist. Aber es ist auch schon, es war glaube ich 2010. Ja, Top 25, da schließe ich mich an. Bin ich dabei. Mhm. Flatsch. Schade, das hat man gerade nicht so schön gesehen. Ich achte drauf, dass du Spaß kriegst. Ja. Davide Formolo, der ist ein Italiener. Ist 24 Jahre wirklich jung, ja, in der Schule. Ja. Wie nennst du ihn der kleine Prinz? Warum? Der in Klammern neue kleine Prinz. Ne? Weil er war ja Kundigo, ne? Der kleine Prinz war dann ja noch Kundigo und ich finde, er ist ihm ein bisschen ähnlich. Ist auch so ein erstmal ein Italiener. Kleines Baguette. Ja, so ein kleiner, schmächtiger Fahrer, sieht ihm auch gar nicht so unähnlich. Also, ist ein ganz guter Vergleich, denke so, ich. So, seine größten Erfolge, 4. Platz bei der Polackenrundfahrt. Leute! Das war's gerade. 9. Platz bei der Vuelta letzten Jahres. 7. Platz bei der Tour de Suisse 2014. What, Swiss? Also das sind, ich meine, das sind zwar nur 3 große Erfolge. Aber immerhin. Aber das sind gute Erfolge, weil auch die Polenrundfahrt ist nicht die einfachste. Ja, das ist so. So, dieses Jahr wurde er 32. bei der Volta Valenciana, so wie wir es machen wollen. Also, man muss dazu sagen, während du gerade die Karteikarte suchst, viele sind dieselben Rennen gefahren, also muss man dazu sagen. Also ich sage immer so, der Bilbao wird 36. Und der? 32. Oh! Ich sage immer so, nicht wahr? So, Paris-Nizza ist der 16. Platz geworden. 12. Platz bei der Vuelta Ciclista Catalunya. Ich finde, bei der Vuelta Ciclista Catalunya sieht man nicht, ob da ein guter Fahrer ist oder nicht, weil die ist schwer. Ja. Und da fahren große Fahrer mit. Nicht alle, aber viele. Aber von denen, die beim Giro mitfahren, sind echt viele ja, mitgefahren, habe ich gesehen. Also. So, das waren auch seine Erfolge, so sag ich mal. 2017
Aber das, ich meine, das ist ja erst eine Vorbereitung für den Giro. Er ist 31. letztes Jahr geworden beim Giro, hat einen Etappensieg vorletztes Jahr geholt und wurde auch 31. Kannst du mal sehen. Ne? Richtiger 31. Und 2. Platz in der Nachwuchsfahrerwertung hinter Fabio Aru. Oder Fabio Aru ist halt auch einfach ein Ausnahmetalent. Ja. Also, Muss man so sagen. Seine Stärken, explosives Leichtgewicht, könnte ein guter. Er könnte ein gutes Team haben. Könnte ein guter Team haben, ne? schwachen Zeitfahren, wenn Rollau nicht Captain ist und Rollau ist Captain. Es kann sein, also die fahren beide für dasselbe Team. Ich weiß halt nicht, wer der Captain sein wird. Man weiß ja nicht. Außerdem, Hugh Carthy an der Stelle fährt auch für das Team, also kann auch sein, dass der Captain wird, ne? Warum? Jeder, der ist der Special. Ja, er ist leider nicht mit dabei. Gut, dann mach ich mal ganz kurz hier. Hugh Carthy, Großbritannien. Weißt du mal woher? England? Keine Ahnung. Spaß jetzt. Hey, gut genug mit meinem Chef. Ich dachte schon, du freestylst jetzt, ey. Nee, ich will es halt unbedingt in die Länge ziehen. Also ich meine, wenn du willst, gerne, aber nee. Okay. Ja, auf jeden Fall. Achso, unsere Einschätzung. Also ich sag mal, also wenn er denn als Kapitän fahren sollte, dann ist er schlechter platziert, als wenn er nicht als Kapitän fährt. Das ist jetzt eine tolle Aussage. Der Druck ist sonst zu groß. Also wenn er Captain ist, Top 20. Wenn er kein Captain ist, Top 15. Meine Prognose. Okay. Was hast du? Ich sag, ich sage mal, wenn er auf die Gesamtwertung fährt, Top 15. Ansonsten nicht. So. Ja. Kommen wir zum nächsten. Ein Russe, die dürfen natürlich auch nicht fehlen, ne, damit ja, er sich immer glücklich dabei, machen. Ne? Natürlich. Wieder mal ist es Ilnur Zakarin von der Katjuscha Alpecin-Mannschaft. Das versuchst du auch jedes Jahr, der Team. Jedes Jahr aufs Neue. Seine dritte Giro-Teilnahme. Hat er schon mal bei der Tour der World gefahren? Ich glaube ja, aber frag mich jetzt nicht. Vielleicht steht ja hier was auf dem Zettel. Okay. Nee, steht nicht. Doch einen Etappensieg hat er letztes Jahr bei der Tour de France gehabt. Immerhin. Gesamtwertungsmäßig sehe ich hier allerdings nichts auf dem schlauen Zettel. Hat die Aserbaidschan-Rundfahrt 2014 gewonnen. Ne? Vierter der Tour de Romandie letztes Jahr. Und ja, was hat er beim Giro bis jetzt schon so Tolles gemacht? Also, 2015 hat er eine Etappe geholt und wurde 44. Und letztes Jahr ist er bei der Etappe 19 ausgestiegen, auf Platz 5 liegend. Also da wäre vielleicht ein richtig gutes Resultat drin gewesen. Wie alt ist er nochmal? Der ist jetzt 27. Eigentlich ein echt gutes Alter, aber... Ja, mal schauen. Mal gucken. Dieses Jahr wurde er 22. bei der Volta Comunidad Valenciana, 2. bei der Abu Dhabi. Wie viel wurde er da? 22. Weil die war auch früh im Jahr. Waren aber jetzt schon 3 Stück, ne? Mhm. 2. bei der Abu Dhabi Tour, 6. bei Paris-Nizza und 15. bei der Tour de Romandie. Man kann gespannt sein, guter Bergfahrer ist auf jeden Fall, ist ein Leichtgewicht. Ja. Was würdest du tippen? Ich meine, letztes Jahr hätte er 5. werden können. Ja, ja. Also er ist gut drauf scheinbar. Top 12. Top 12. Ja, also ich traue mal. Ja, die Konkurrenz ist halt dieses Jahr extrem. Drum sage ich mal Top 10. Flatsch. Du musst mehr nach links. Ja, ich merke. So, dann kommen wir zum nächsten, zu Wilco Kelderman. And now it's Kelderman. He goes from the left. And they shoot the ball and go! Warum ist er jetzt eigentlich Engländer? Oder Ami? Keine Ahnung. Wilco Kelderman. Ist doch geil, oder? Wilco Kelderman. Seine dritte Teilnahme, er ist Holländer. So, Und warum auch nicht? Er ist Holländer. Er ist 26 Jahre alt, er ist 1,85 Meter groß und wiegt 65 Kilo. So. Sein größter Erfolg war in der Tour of Denmark, hat gewonnen. Er hat sich kaputt gemacht. Dritten Platz bei Eneco Tour, hat nicht gewonnen. Hat nicht gemacht. Sein Heimrennen nicht gewonnen, er ist schlecht. Hat 4. Platz bei Criterium Dauphin. Das ist wenig. Hat Tour of Norwegen, hat gewonnen. Wenig. 5. Platz bei... Das ist viel. Tour de Romandie 2013, 5. Das ist ein Arjen Robben, der traurig und ein Louis van Gaal würde ihn in den Kopf abschneiden. Wenig. Zeitfahrmeister in Holland, aber das ist kein Kunst. Das ist alles wenig. 14. Platz bei der Vuelta a España, das ist lächerlich. So, dieses Jahr hat er 9. Platz bei der Tour Down Under, 51. Platz bei der Cadel Evans Race, 109. bei dem Amsterdam Gold Race, 66. bei der Fletch Wallon und 7. Platz bei der Romandie-Rundfahrt. Also, 7. bei der Romandie-Rundfahrt ist nicht schlecht, sag ich mal. Ich sage mal so. Ja. Er ist nicht schlecht drauf. Fährt er als Captain?
Das weiß man nicht, weil... Mit, oder? Bei den, nee, die sind beide gewechselt. Die fahren beide nicht mehr für das Team. Der fährt aber mit, ich glaube, mit Tom Dumoulin zusammen, der später auch noch kommen wird. Ich glaube, ich hab den. Also es kann sein... Fuck. Kann sein, dass er Captain ist, kann aber auch sein, dass er nicht ist. Ich sage mal so. Ja. Wenn er Captain ist, fährt er genau auf dem 8. Platz. Auf dem 8.? Ja. Das ist mal eine Prognose, Junge. Und deine? Ja, ich sag... Ach, aber wenn er Kapitän ist... Ja gut, ich sage mal wirklich nur Top 20. Ich trau dem nicht viel zu. Ich hab einen Gott danach. Geil. Achso, bin ich wieder? Ja. Geil, Alter. Mir ist hier gerade alles runtergefallen. Ja, ganzes Leben. Aber ist mir egal, wir machen weiter mit... mit die Rui Costa. Portugiese, ne? Portugiese, richtig. Fährt für das Team UAE Team Emirates. Joao. Korrekt. Ist tatsächlich seine erste Teilnahme beim Giro, ist bislang immer nur die Tour de France gefahren. Keine Ahnung warum. Ja, weil er geil ist. Beste Platzierung bei der Tour war der 18. Platz 2012. Also wirklich nicht so toll. Du warst auch nicht mehr der Jüngste, oder? Ist jetzt 30, genau. Weltmeister wurde er 2013, hat dreimal die Tour de Suisse gewonnen hintereinander von 2012 bis 2014. Noch ein paar kleinere Erfolge. Dieses Jahr, schauen wir mal kurz, hat er den 5. Platz bei der Vuelta San Juan in Argentinien gemacht. 2. bei der Tour of Oman, hat die Abu Dhabi-Rundfahrt gewonnen, die auch bergig war. Dann hat er aber ein bisschen nachgelassen, muss man sagen. Vielleicht auch, weil er dann mal gute Rennen gefahren ist. Und zwar 18. bei Tirreno, 38. beim Amstel Gold Race, 31. beim Flash Wallon und 14. bei Lüttich Bastogne Lüttich. Also, nicht so das Wahre. Man muss auch noch dazu sagen... Ist er aber nicht letztes Jahr noch woanders gefahren? Nee. Ja. Letztes Jahr ist er gefahren für La Primerida, aber die haben sich umbenannt. Also, es ist dasselbe Team. Ach so, okay. Im Prinzip. Nur mit anderem Sponsor. Man muss dazu sagen, dass eigentlich Darwin Atapuma, der Kolumbianer, der Kapitän, wahrscheinlich gewesen wäre. Aber hat geguckt. Der hat sich bei der Baskenland-Rundfahrt... Ich weiß nicht was, aber irgendwas gebrochen. Deshalb fährt er nicht mit. Also springt Costa praktisch nur ein. Es ist eine kleine Prognose gemacht. Die Prognose für Rui Costa würde ich sagen, ein Etappensieg, Platz 43. Also ich sage, in der Gesamtwertung wird er 36. So geil, der Mann! So geil! Na ja, Logo. So, jetzt kommen wir zu einem, ja, Gott, würde ich mal sagen. André Amador. Shevchenko. Fährt im Movistar-Team, seine 6. Teilnahme bereits, der Mann ist auch schon 30. Für mich ist das so ein Fahrer, der wird nie alt, Alter. Ich denke immer, der ist 26. Ich weiß nicht warum. Ja. Gut. Beide, immer beide. Seine größten Erfolge, also du hast ihn auch Spätzünder genannt. Kann man ja auch sehen, warum. 6. Platz. Wir wissen, warum er Spätzünder ist, denn er hat den 6. Platz bei der Polo-Rundfahrt gewonnen. 2013 wurde er mal bei der Tirreno Adriatico 8. Hat einen Etappensieg bei der Volta im Mannschaftszeitfahren gewonnen, also eigentlich ist es nicht nur sein. Ja, klar. Dieses Jahr wurde er 5. Platz bei der Trofeo Sonne Tramurata. Gold. 19. Platz bei der Valenciana. Ich sage mal so, Bilbao war nur 3 Plätze dahinter. Merkt ihr was? So, sonst hat er eigentlich nichts gemacht dieses Jahr, also mehr oder weniger mal ein paar Plätze geholt, aber das war's. Giro ist ja jetzt schon 6 Mal mitgefahren. Wir fangen mal von unten an. Ja. 2010, 41. 2012, 29. 2014, 110. 2015, 4. Ja? Nein, keine Ahnung. 2016, 8. Weil er auf einmal so durchdreht. Da er bei Movistar fährt und Quintana mitfährt, ja, können wir uns eigentlich eh denken, dass er niemals auf Gesamtwertung fahren wird. Auf der anderen Seite, letztes Jahr wurde er 8., obwohl Valverde mit dabei war. Ja, der hat so einen Freifahrtschein gehabt, so ein bisschen, ne? Oder war der Helfer? Ja, war eigentlich Helfer. Aber Movies hat ja eh viele gute Helfer. Also ich denke mal... Ja. Ich denke mal... Ich sage mal so. Es kommt drauf an, wie Quintana ins Rennen kommt. Aber ich denke mal, er wird gut ins Rennen kommen, deswegen wird er Helfer sein. Also ich denke mal, realistisch gesehen, na, Top 10 ist drinne. Muss aber nicht sein, weil wenn er wirklich nur Helfer ist und Quintana von vorne weg aus den ersten Platz holt, dann ja, wird es ja eh keinen Sinn für ihn machen. So, also
dann wird er eher versuchen, das Trikot mit ihm zu verteidigen. Und dann sehe ich ihn nicht in der Top 10. Aber wenn, ja, es ist schwierig zu sagen, aber Top 10 ist schon für seine Klasse realistisch. Aber muss natürlich nicht. Was sagst du? Ja, ich stehe nicht da. Also, kann man nicht mehr sagen, ne? Da habe ich hier als nächsten Favorit Bob Jungels. Ne? Guten alten Bekannten Bob Jungels, seine zweite Giro-Teilnahme ist es erst. Bob 24 Junkie. Jahre ist er. Alt, hat letztes Jahr die Nachwuchswertung gewonnen, war Sechster am Ende und ist einige Tage in Rosa gefahren, ich glaube 3 oder so. Ja, was hat er noch so für Erfolge vorzuweisen? Nicht allzu viele, sind wir mal ehrlich. Ich meine, ist noch jung, klar. Letztes Jahr ist er Dritter geworden beim Tirreno Adriatico, ist Weltmeister im Mannschaftszeitfahren geworden mit seiner Mannschaft Etix Quickstep und 27. bei der Tour de France, das habe ich jetzt einfach nur mal aufgeschrieben, weil er da auch noch mitgefahren ist. Dieses Jahr hat er noch nicht viel gerissen, 14. und die Nachwuchswertung bei Tirreno Adriatico und 8. bei der Tour de Romandie, das sind jetzt mal so die Sachen, wo er tatsächlich mal was gerissen hat, so ein bisschen. Ja, ich würde sagen, er hat sich letztes Jahr gut gezeigt, ne? War schon ein starker Auftritt von ihm. Ich hätte ihm nicht zugetraut, dass er in die ersten 10 fährt, bin ich ganz ehrlich. Das Ding ist, warte mal, wer sind denn die besten 3, die mitfahren? Der Quintana? Dann Nibali. Und dann... Ach, der Plepp fährt ja schon wieder mit. Dann vielleicht der Yates oder Bino oder ich weiß nicht wer. Landa vielleicht. Also sag mal, Top 7 wird auf jeden Fall... Top 7, sagst du? Mhm. Geiler Typ. Du? Top 7, das ist immer so eine komische. Also ich würde sagen, nee, ich sag mal Top 10, mit Ach und Krach aber. Kann sein. Nett war schlechter als dieses Jahr, aber sondern war halt dieses Jahr einfach mehr bessere mitfahren. So, dann kommen wir zum französischen Fahrer hier, Rollo. Er fährt bei Cannondale. Seine zweite Teilnahme erst, obwohl er schon 30 ist beim Giro d'Italia. Ja. Wurde, also ich meine, er ist einmal mitgefahren, wurde Vierter. Also da zeigt mir, also ich meine, der Mann, der kann schon was. Ah ja. Aber sein größter Erfolg war 8. bei der Tour 2012. Zweimal 10. Platz bei der Tour. Castilla y León, Junge, ganz ehrlich, wer sowas auf dem Ding hat, dass der das gewonnen hat, der hat nicht viel in seinem Leben erreicht. 2 Etappensiege. Was habe ich denn da aufgeschrieben? Keine Ahnung, ich glaube mal Tour de France oder so. Und 11. Platz bei der Tour de France. Also bei der Tour muss man ja sagen, hat er sich echt nicht schlecht geschlagen. Aber den großen Win hat er da auch nie geholt. Also Top 5 ist er da auch noch nicht geworden. Auch jetzt die Bilanz, also 78. Platz bei der Ruta del Sol, 80. bei Paris-Nizza, 74. bei der Katalonien-Rundfahrt. Also für den Typ sehe ich schwarz Top 50. Top 50, sag mal. Nee, Spaß. Also ich sag mal, er wird sich zwischen Platz 20 und 30 aufhalten. Also ich sag mal Top 20 schafft er. Aber es kommt auch wieder darauf an, jetzt natürlich Anes rum. Ist er Kapitän oder Formulo? Das weiß man nicht. Der schafft die Top 10, sag ich. Aber ganz ehrlich, dann würde ich dem Formulo eher mal die Chance geben. In Form, ja, kann passieren. Kann echt passieren, dass das auch so sein wird. So, es ist erschreckend. Ich alleine habe jetzt noch 5 Karteikarten in der Hand. Und wir kommen trotzdem schon zu Domenico Pozzovivo. Daran merkt man, wie gut dieser Giro bestückt ist, Mann. Das ist krass, Mann. Scheiß auf die Tour. Richtig gut bestückt. Scheiß auf die Tour. Jeder scheißt auf die Tour, weil sich jeder denkt, Froome. Das Ding ist Froome. Außer Contador. Der klebt, sich, aber... Der klebt richtig an. Nein. So, also, Domenico Pozzovivo, seine 11. Giro-Teilnahme. Was ein Veteran, muss man sagen. 34 Jahre, mittlerweile alt, immer noch 1,65 klein. Größten Erfolge hat 2012 den Giro del Trentino gewonnen. 2015 wurde er Dritter bei der Vuelta Ciclista a Catalunya und hat eine Etappe gewonnen. 2013 konnte er 6. werden bei der Vuelta a España. Ja, beim Giro würde ich mal sagen, beste Ergebnisse 2012, 8. Platz und Etappensieg. 2013, 9. Platz. 2014 5. Platz. 2015 musste er bei der Etappe 3 schon wegen einem Sturz aufhören. Und 2016 ist er leider nur 20. geworden. Aber ich glaube auch im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt eine Prognose für den Aufstand müssen, ich glaube, seine beste Zeit ist vorbei. Glaube ich auch, ja. Also, mal gucken, ganz kurz noch, was er dieses Jahr schon so gerissen hat. Nicht viel.
9. bei der Abu Dhabi Tour, 10. bei Tirreno Adriatico und zuletzt 3. bei der Tour of the Alps. Da ist er sehr gut gefahren in den Bergen. Ist halt die Frage. Ich sage mal Top 20. Ja? Also ich sag Top 10. Ich sag, der wird 8. Ja? Sehr gut. Ja, sag ich. Gut, dann kommen wir. Wahrscheinlich habe ich jetzt schon bei 2 gesagt, dass die 8 werden, aber egal. Ich habe auch schon bei 2 gesagt, 8. hier kommen wir jetzt an der Stelle zu Mollemann. Mollemann. Okay. Auch schon 30 Jahre, ne? Da merkst du, wie lange wir hier schon dabei sind. Ja, wie lange wir dabei sind. Ich kenne ihn noch, da war der 24, war noch ein junger Bub. Fährt jetzt auch erst. Ist die zweite Teilnahme. Seine größten Erfolge war der Klassiker San Sebastian, hat er gewonnen. Achso, er ist Holländer. Mhm. So, er hat die Klassiker Sebastian gewonnen. Er hat die Tour Valverde. Oh Mann, die Alberta. Ja. Vierter Platz bei der Vuelta a España. Fünfter Platz bei der Tour de France. Fünfter Platz bei der Tour de France 2016. Dieses Jahr der Vuelta San Juan gewonnen, 4. Platz bei der Abu Dhabi Tour, 9. Platz Tirreno Adriatico, Vuelta Ciclista auf Rang 11 aufgegeben, wegen Sturzriss. Hast du auch keinen Bock mehr gehabt, ich weiß nicht. Kann sein, auf jeden Fall. Also gut scheint er drauf zu sein, ne? Also ich meine jetzt Vuelta San Juan Sieg, ich weiß nicht, wie schwer die Tour ist. Ja. Aber Abu Dhabi Tour 4. Tirreno Adriatico 9. Auch bei der Katalonien-Rundfahrt 11. gewesen. Also sagen wir mal, ich weiß nicht, warum er ausgestiegen ist. Wenn er da natürlich wegen einer Verletzung ausgestiegen wäre, wäre es natürlich scheiße. Und das weiß ich jetzt nicht. Weiß man ja nicht. Ja gut, aber schlimmer wäre es ja, wenn er jetzt gesagt hätte, irgendwie bei der 5 Meter durch Kanäle. Ja klar, das sowieso. Ich hoffe, du bist aufs Maul geflogen und kommst nicht mehr viel gefahren. Einmal sind wir im Giro mitgefahren, da wurde er 12. Platz und 3. in der Nachwuchsfahrerwertung. Also ist auch schon länger her. Das war 2010. Das heißt, das ist 7 Jahre her, das heißt 30 minus 7 sind 23, so, ne? Ist es. Und ja, das ist schon eine Weile her, also der ist ja immer vorne dabei eigentlich. Volles Haar. Die Konkurrenz. Viel KMH. Das Ding ist, allein mit der Peo Bilbao und der Kassi, ja, sind schon in der Top 10. Ja. Also ich sag mal, der macht den 11. Platz. Ja, was hab ich eigentlich für Eier? Die ganze Zeit die genaue Platzzahl in der Junge. Genau. Hast du Kontakt mit Federico? Ah ja, klar. Kommen wir als nächstes zu einem Fahrer von der Mannschaft Frances de Jeu. Sein Name ist die. Junge, es kann nur einen geben, Mann, bei FD Jeu. Verdammte Scheiße. Die Bombino! Ah! Die Bombino! Oh Mann, okay, schön. Voll gepennt, ey. Ist seine erste Giro-Teilnahme dieses Jahr. Ja, also typisch, ich glaub, deswegen war schon irgendwie gerade verwundert. Typisch Franzose fährt natürlich meistens nur, wie auch bei Roland schon, fahren natürlich gerne die Tour de France. Da mache ich mir Gedanken, warum ich immer mit spanischen Teams fahren will und immer sage, ich brauche mir die Spanier. Ja. Die sind doch nicht besser. Ist echt so. Die sind doch nicht besser. Ah, okay, weiter geht's. Also, Roland 26 Jahre mit. Pinot 26 Jahre mittlerweile alt. Wieder? 26? Mhm. Erst. Größte Erfolge. 3. wurde er bei der Tour de France 2014. Hat das Kriterium International gewonnen letztes Jahr. 2. bei der Tour de Romandie letztes Jahr und 2 Etappen hat er auch schon gewonnen bei dieser Rundfahrt. Beim Giro, wie gesagt, nie teilgenommen, ne? Aber dieses Jahr, schauen wir mal, was hat er da so gerissen. 3. Platz und ein Etappensieg bei der Ruta del Sol. 9. Platz bei der Strade Bianche. 3. Platz bei Tirreno Adriatico und ein Etappensieg plus den 2. Platz bei der Tour of the Alps. Ich sage mal so, der Junge ist gut drauf, der ist talentiert und der ist langsam in einem Alter, wo er mal die Extremitäten seiner Männlichkeit präsentieren muss. Also mal bildlich gesprochen. Ich sage mal so. Was sagst du? Ich glaube, der kommt definitiv aufs Podest. Ja? Ja, der hat's drauf. Er ist ein guter Typ. Das Ding ist halt, also letztes Jahr wäre der safe auf den 3. mindestens gekommen. Dieses Jahr ist halt schwer, weil, Alter, wenn ich die hier lese, ne? Du meinst, er wäre auf den 3. gekommen und hätte Valverde verdrängt, oder was? Nee, Valverde wäre eigentlich 2. geworden. Aha. Wenn es nach mir geht. Okay. Nee, aber Pinot, der ist schon echt. Pinot. Das Ding ist halt, alleine wenn ich die Pinot hier lese. Ja. Und da ist der auch noch welche. Das ist eine verkrüppelte Reihenfolge, ey. Muss ich mal echt sagen. Ja, aber ich meine, es ist schwierig, aber ich glaube da. Oh nee, Top 5. Top 5? Ja, Top 5.
da sind zu viele gute Fahrer dabei. Peo Bilbao bleibt dran. Was ja. hast du? Also ich sag mal, der wird Dritter. Ich glaube an den. Ich auch, also ich mag den auch. Ja, ich auch. Auch wenn er Franzose ist, aber. Ja. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten, zu Tom Dumoulin. Jetzt sitzt ihr vor dem Bildschirm, vom Laptop oder vom Handy. Vielleicht auch habt ihr die Switch gecrackt und denkt, Dumoulin ist doch ein Franzose. Stimmt aber nicht. So war es wieder Holländer. Also man muss ja sagen, die Holländer, die haben ganz schön viele gute Fahrer, ne? Vor allen Dingen auch viele, die immer ein Giro fahren. Das da ist auch da gute Fahrer dabei. Ja. So, er ist 26 Jahre alt, er ist Holländer, er hat 6. Nein, auch. Er ist 6. bei der Vuelta geworden vor 2 Jahren, er hat 2 Etappensiege bei der Tour gewonnen. 2 Etappensiege bei der Vuelta gewonnen. 2. Platz Olympische Spiele im Einzelzeitfahren. Geil. Bis jetzt hat er den 3. Platz, 5. Platz und 6. Platz dieses Jahr. Also ich sage jetzt einfach mal, also nur mal um zu zeigen, was für Ergebnisse er gefahren hat, wo sie jetzt gewesen sind, ist nicht so wichtig. Abu Dhabi Tour, 3. damit. Ja. Aber da fahren auch ein paar mit, ne? Das war ein sehr bergiges Rennen, muss man sagen. Also er hat dieses Jahr auch schon gezeigt, dass er Hoden hat. Giro ist er einmal mitgefahren, war ein Etappensieg und Tage. Das war letztes Jahr, ne? Da steht Tage in Rosa und dann ausgestiegen. Also wie viele Tage er in Rosa war. Das habe ich vorhin, glaube ich, noch gesagt. 5 oder 6 waren es. Ja, seine, ja, ich denke mal, ich weiß nicht, also er könnte auch nach vorne fahren. One-Hit-Wonder. Ah. Ja, bis jetzt ist es so. Ich meine, welche Vuelta war das? Wo er 6. wurde 2015, ja. Genau. Seitdem hat er keine große Rundfahrt mehr stark gemacht. Aber ich sag mal Top 10. Top 10, ja. Ja. Okay, sondern der Top 10, ganz einfach. Dann kommt als nächstes Miguel Landa von der Mannschaft Equipo Sky. Es ist die 4. Teilnahme für den Spanier aus dem Baskenland. 27 Jahre ist er alt. Größten Erfolge hat letztes Jahr den Giro del Trentino gewonnen. 2 Etappen bei der Baskenland-Rundfahrt und 1 Etappe vor 2 Jahren bei der Vuelta a España. Dazu kommt noch beim Giro. 2014 ist er 34. geworden. 2015 ist er 3. geworden, hat 2 Etappen gewonnen und 2016 ist er auf Platz 8 liegend ausgestiegen. Also war doch nicht so weit vorn dabei. Dieses Jahr, ja, ich sag mal 6. bei der Ruta del Sol und 5. bei der Tour of the Alps geworden, wo auch viele mitgefahren sind. Guter Bergfahrer auf jeden Fall, ja. Ich muss aber sagen, letztes Jahr kam er ein bisschen mit dem Druck, als Kapitän zu fahren, nicht klar. Ich hab seinen Namen vergessen. Miguel Landa. So. Ich meine, vor 2 Jahren, als er eben 3. beim Giro geworden ist, war er ja praktisch im Schatten von Aru. Dieses Jahr fährt er als Captain safe. Ja, und letztes Jahr ist er auch schon als Captain gefahren. Kam dann nicht klar. Ja. Also, ich sage mal, so aus dem Bauch heraus, der kommt auch dieses Jahr nicht klar und fährt den Giro nicht zu Ende. Ich sag, Top 15. Das Ding ist, ich hätte ihn ja jetzt vielleicht sogar eingeschätzt, so unter den Top 5. Aber das Problem ist, alleine, jetzt ohne Scheiß, die ersten 2 Plätze, die sind doch eh schon vergeben. Alleine Nibali und Quintana, die sind doch so safe, Alter, die fickt doch keiner weg. Was meinst du, wie der Nibali die Berge hochfällt, wenn er alle 20.000 dahinter rufen? Ja, genau, die rufen heute. Aber es könnte ein spannendes Duell werden zwischen den beiden eigentlich. Ich weiß nicht, ich glaube, der Nibali haut den Radikal weg. Wow. Aber wir kommen ja noch zu Nibali. Wir kommen noch zu Nibali. So, ich habe hier eben schon geflucht bei der Karte, die ich hier habe. TJ van Garderen ist für mich eine Enttäuschung irgendwie. Ich meine, er hat zwar ein paar Rennen und Erfolge geholt. Fangen wir jetzt mal an mit TJ van Garderen. Ja, also wie gesagt, irgendwie, ich muss ja sagen, ich habe den damals kennengelernt vom Pro Cycling Manager. Ich glaube, es war schon 2013. Ja. Da hatte der immer schon so, ich glaube, 76 am Berg. Und ich habe eigentlich immer auch in der Realität auf seinen Schwanz gewartet, dass der mich mal richtig wegfickt vom Platz da oben. Oder also ich habe eigentlich gedacht, dass der mal richtig bei der Vuelta a España oder bei irgendeinem Rennen mal richtig die Eier auszeigt. Ne? Aber irgendwie, ich meine, er ist bei der Tour de France, er ist nach vorne gefahren, aber er hat nie die Eier gezeigt. So. Also ich sage mal, jetzt sind seine größten Erfolge. Der war 2x 5. bei der Tour de France, aber ist auch schon wieder 3 Jahre her. Ja. 6 Jahre einmal. So, 2x Sieger der USA Pro Challenge, ich weiß nicht, ob das schwer ist, ich habe keine Ahnung. Sieger bei der Tour of California, ich sage immer so, das kommt drauf an, wer da mitfährt. Ja.
Zweiter Platz bei Dauphine Libéré, nicht zu verwechseln mit dem Kriterium Dauphine, oder? Doch, das ist genau dasselbe, hieß nur anders. Okay, dritter Platz, Vuelta Ciclista Catalunya, dritter, aber es ist auch schon wieder, das sind alles Siege von 2013 und 2014. Mhm. Dieses Jahr wurde 57. Platz bei der Abu Dhabi Tour, da waren andere dabei, die haben schon mal die Eier auf den Tisch gelegt. Ja. 21. Platz bei Tirreno Adriatico, dafür 5. bei der Katalonien-Rundfahrt und 6. bei der Tour de Romandie. Giro hat er noch nie mitgemacht. Krass. Ich sag, der kommt nicht in die Top 10. Kommt nicht in die Top 10? Nein. Ich sag, der wird 5. dieses Jahr. Nee, 5. ist ja, doch, der wird 5. Auch wenn er bei der Tour und so, naja. Michael Landa wird in Nummer 5 voll gut stehen. Ich weiß nicht warum. Kommen wir als nächstes. Du hast mir jetzt hier eine Karte zugeschanzt. Ja. Kommen wir als nächstes zu einem weiteren Holländer. Nämlich zu Kruiswijk, ne? Steven Kruiswijk, richtig. Seine 7. Giro-Teilnahme, 29 Jahre ist er alt. Bestes Radsportalter. Größten Erfolge, ich sage mal so. Mann, ich liebe es. Also größten Erfolge brauche ich hier nicht vorlesen, das ist echt nicht viel. Die größten Erfolge hat er definitiv beim Giro geholt. Gucken wir mal rein, was hat er denn gemacht? 2011 wurde er 8. Seitdem ist es ein paar Jahre lang ruhig geblieben um ihn. Ne? Wurde dann 2014 bei der Tour 15., was jetzt auch nicht die Welt ist. Im selben Jahr wurde er 7. beim Giro. Ja? Ne, ein Jahr später, 7. beim Giro. Und dann eben letztes Jahr, wie gesagt, hat er den 4. Platz erreicht, nachdem er die Rundfahrt durch einen dummen Sturz im Prinzip aus der Hand gegeben hat. Sonst hätte er die tatsächlich gewinnen können, muss man einfach so sagen. Wäre spannend gewesen, aber selbst schuld, sag ich mal. Ich sage mal so, der wird mit Sicherheit sich selbst dafür hassen, dass er das letztes Jahr so einen Scheiß gemacht hat und in der Abfahrt einfach gestürzt ist. Und deshalb sage ich mal so, es ist schwierig, ihn einzuschätzen, weil letztes Jahr war er sehr stark, aber man hat ihn halt auch schon oft nicht so stark erlebt. Ich sag mal, er wird Dritter. Mhm. Ich sag schon, mal das so. Das ist schon eine verdammt krasse Aussage. Ich sag mal so, ich gönne ihm den 6. Platz. So, jetzt habe ich ja eine Karte zu wenig. Jetzt erzählt es nicht drum. wir kommen zu Hugh Carty, der fährt bei Astana, ist korrekt? Ne, bei Cannondale. Cannondale! Übrigens, letztes Jahr ist er noch bei Caja Rural gefahren, ist ein sehr talentierter Mann. Wie alt ist er jetzt? 25, 26? 23? 23. Ja gut, jetzt 23 oder jetzt 24, ja. Ne? Also bei, ein sehr talentierter Fahrer, ich gehe nicht davon aus, dass er als Captain fahren wird, oder? Nein. Aber ich sage mal so, er ist ein sehr guter Helfer, seine größten Erfolge, waren 2016 beim Pro Cycling Manager, hat er das ein oder andere Rennen mal vorne mitgefahren. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ein Rennen gewonnen hat, aber er hat sich sehr oft das Nachwuchsfahrer-Trikot geholt. Klar. Hat sich sehr gut bewiesen und war der treueste Helfer von Bilbao und Badia gewesen. Und somit sage ich mal Top 30. Okay. Dann, ich sag dazu gar nichts, weil ich glaube nicht, dass der irgendwie einen großen Platz machen wird, weil er selber fahren wird. Aber 30? Kann sein, aber ich lege mich da jetzt nicht fest. Wer bist denn du? Ich habe als nächstes den guten alten, obwohl gar nicht alt ist, Adam Yates. Aus Großbritannien, 24 Jahre alt, seine erste Teilnahme beim Giro. Größte Erfolge, er hat 2015 die Clásica San Sebastián gewonnen, wurde 4. bei der Vuelta Ciclista Catalunya 2017, also dieses Jahr, und ist letztes Jahr Nachwuchssieger bzw. auch 4. bei der Tour de France geworden, was natürlich schon mal ein großes Ausrufezeichen war. Was haben wir noch? Dieses Jahr, wie gesagt, 4. bei der Katalonien-Rundfahrt und 8. bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Beim Giro ist er noch nie mitgefahren, aber ich würde mal sagen, aufgrund seiner Qualitäten, die er bei der Tour gezeigt hat, ist er, ich hätte jetzt gesagt, ein Anwärter natürlich auf dem 3. Platz. Aber der ist belegt. Wie hast du das nochmal gesagt? Den Kruiswijk, ja. Der wird es auch schaffen. Und 4. wird der Pinot und 5. wird der Adam Yates. Also ich schätze den mal auf dem 5. Platz ein. Das Ding ist, für mich sind die ersten 5 halt eigentlich vergeben. Das ist also jetzt von meiner Reihenfolge. Ja. Ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass einer stürzt, deswegen wird er 4. Ja, okay. Geil. So, dann kommen wir wahrscheinlich
Ich sage mal, ich fange mit Quintana an, bevor du mit Nibali kommst. Was soll dieser Ich komme in den Club. Ich habe keine Ahnung. Einfach aus dem Grund, ich würde sagen, erstens ist Nibali Titelverteidiger, ist korrekt. Ja. Zweitens ist er Italiener. Korrekt. Und drittens ist Quintana eine Pfeife. Nee, Spaß. Also, also da sieht man jetzt schon mal, wir beginnen hier mit einem Sieg der Vuelta a España letztes Jahr. Zweimal Zweiter bei der Tour de France. Zweimal Sieger Tirreno Adriatico, Vuelta Ciclista Catalunya gewonnen, Romandie Rundfahrt gewonnen, zweimal Burgos Rundfahrt gewonnen, Baskenland Rundfahrt gewonnen. Also der Typ hat den Plan. Bilanz jetzt nochmal, bevor wir jetzt hier unsere Diskussion über den Mann führen. Etappensieg bei der Vuelta Valenciana. Ich sehe einfach mal so. Ich will den da gewonnen. Oh, Gesamtsieg. Okay. 13. Platz bei der Abu Dhabi Tour, da sind viele gefahren, ne? Ja. Sieger Tirreno Adriatico plus Etappensieg. Und bei welchem Rennen wurde dieser Mann dann in der einen Etappe flachgelegt? Von Oscar Sevilla. Oh, das weiß ich nicht mehr, was war denn das? Das hat er aber gewonnen. Er hat die Rundfahrt gewonnen. Zweiter gewonnen? Ich weiß nicht, steht er, oder? Steht er nicht? Habe ich nicht aufgeschrieben. Ist es wohl, dass du wärst? Ja, genau. Zweiter Platz. Hinter irgendeinem Spanier. Ah ja, klar. Und auf einer Etappe tatsächlich hinter Oscar Sevilla. Und noch einen, ne? Also der Typ. Ja, der andere hat gewonnen. Irgendein Spanier hat gewonnen. Ich habe den Namen vergessen. Beim Giro hat er 2014 mitgemacht, hat zwei Etappen gewonnen und den Gesamtsieg gewonnen. Ja. Das war seine erste Teilnahme, ne? Ja. Bevor ich jetzt hier die Karte wegschmeiße, ich sage mal so, wir müssen ja mal. Jetzt hebe ich es rein. Dann müssen wir. Und jetzt müssen wir uns mal unterhalten. Ich sage mal so. Der Typ ist für mich verdammt eierlos. Ja. Ja, weil so lange jetzt den Giro zu fahren, bis der Froome ein Rennen begeht oder mal ein anderes Rennen fährt, anstatt die Tour de France, sagt für mich aus, Junge, du bist den Eiern nicht gewachsen. Ja? Beim Nibali würde ich jetzt auch sagen, aber der Nibali ist Titelverteidiger und vielleicht, erstmal ist er Italiener, zweitens ist er Titelverteidiger und drittens hat er schon oft genug die Tour mitgemacht. Und auch gewonnen. Schon. Das ist der Unterschied. Die hat er gewonnen. So, also sage ich mal so, er hat den Giro schon gewonnen, die Vuelta a España hat er auch gewonnen. Also Junge, setz dich auf dein gottverdammtes Movistar-Bike und hau die Eier auf den Tisch und fahr die Tour. Ich hoffe, du siehst es, weil wenn nicht, dann mache ich nochmal eine Folge auf Spanisch für dich, damit du guckst, Nase, das auch mal siehst du null. Also ich muss sagen, ich wünsche mir eigentlich jetzt einen Sturz nicht. Ich wünsche mir eigentlich Top 50, weil er einfach keine Eier hat, aber ich sag mal, er wird Zweiter. Weil, also meiner Meinung nach, Nibali wird er niemals rankommen. Niemals. Schon harte Aussage. Ja, und damit kommen wir eben zu. Also du sagst Platz 2, ja? Oder was? Ja. Okay, dann sagen wir Platz 2. Wobei Amador könnte ihn auch. Jetzt kommen wir zum letzten Fahrer und wer hätte gedacht, es ist der vorherige Sieger DJ zu Italia. Italia! Bester Mann, ich lüge. Die siebte Teilnahme von ihm, er fährt für Bahrain Merida zum ersten Mal. 32 Jahre alt ist er. Größten Erfolge, brauchen wir nicht lang schnacken. Sieger der Vuelta 2010, Sieger der Tour de France 2014, Sieger vom Giro d'Italia 2013 und 2016, Sieger der Lombardei-Rundfahrt 2015, zweimal italienischer Meister, 5 Etappensiege bei der Tour, 1 Etappensieg bei der Vuelta und noch 6 Etappensiege beim Giro. Ganz ehrlich, wenn der Mann mal aufhört zu Rad zu fahren, dann geht keiner mehr nach Italien, um das Kolosseum zu sehen. Die werden eine Statue für die Bali bauen, weil der jetzt ohne Scheiß. Ganz ehrlich, wirklich. Der Typ hat alles, also eigentlich, also wenn man jetzt mal sagt, nehmen wir jetzt mal an, du bist 15, ich bin 14, wir nehmen uns vor, Radprofi zu werden. So. Wenn wir dann Profi geworden sind, und es ist mittlerweile, sind wir 8, nee, wir sind mittlerweile 21, ich fahre bei Euskadi, du fährst bei Astana, dann, und wir sind die Captain des Teams. Ja, dann ist ja so das logische Ziel, mal die Vuelta mal rantesten, ne? mal die Tour, mal ein Giro, ne? Bei Euskadi. Ja, Euskadi. Also. So, ja, und dann bist du 24 und hast die Vuelta gewonnen. So, dann hast du noch zwei Ziele im Leben, das ist die Tour gewinnen und Giro gewinnen und dann alles andere, auch die anderen Rundfahrten, das ist Nebensache, ja? Die gewinnt man dann, wenn man die anderen schon gewonnen hat oder um sie zuvor zu bereiten. Ja. Der Typ hat einfach alles erreicht, was man erreichen kann. Also als Radsportler hat er wirklich alles erreicht, was man erreichen kann. Er hat die Tour gewonnen, Giro gewonnen, Vuelta gewonnen und zig andere Rennen gewonnen. Erzähl es bitte nicht drum, Alter. Die Liste, wenn du die richtig öffnen würdest, die wäre so lang, dann wirst du nicht mehr. Die Liste ist extrem lang, ja. Und auch in dem Alter, er ist jetzt 32, aber er ist jetzt gerade auch nochmal in einem neuen Team.
Richtig. Und das ist extra praktisch um ihn herum gegründet wurde. Er ist Italiener und es wird an seinen Stolz gehen, diese Pussy von Quintana an ihm vorbeizulassen. Also ich bin der festen Überzeugung und wenn es die Wettmafia ist oder wenn die dem Quintana einen Fußzeh abschneiden oder sonst was, aber Nibali wird dieses Jahr den Giro verteidigen. Ich bin echt Nibali, ich muss verstanden. Ich bin ein Typ geil. Okay. Ist zwar schade, aber fährt Aru mit dem noch im Team, ne? Ne, der fährt bei Astana, aber ist irgendwie krank gewesen, drum sollte er Scarponi als Kapitän zum Giro gehen. Und ich denke mal, Aru wird die Tour fahren. Hätte ich gern gesehen, Nibali gegen Aru, das wäre geil gewesen. Aber Quintana ist für mich, also ich habe ja letztes Jahr ich ja schon über ihn, glaube ich, geflucht. Ja, weil er ein Hinterradlutscher ist. Weil er beim Pozzo Vivo, oder? Ja, hat er gesagt. Ja. Also gut, dass ich da noch ändern kann. Ey. Ganz ehrlich, und jetzt nicht die Eier haben, die Tour zu fahren. Ich weiß nicht, der Fluch ist auch schon 30, oder? Ja, der ist über 30. Ja, also da, Junge, bist du ein bisschen... Also was man zu Nibali noch Negatives sagen muss tatsächlich, ist die Saison bislang. War nicht so gut. 16. bei der Abu Dhabi-Rundfahrt, 26. beim Tirreno Adriatico und vor kurzem hat er dann noch die Tour auf Kroatien, also Croatia, gewonnen. Ist jetzt nicht so die Welt. Ich meine, Kroatien-Rundfahrt, da ist keine Sau mitgefahren, sind wir ehrlich. Aber ich sage mal so, er wird on point sein. Also ich bin der festen Überzeugung, dass er on point sein wird. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle nochmal wie immer diese Top 3. Also, ne? Ja, Top 3 ist unsere Platzierungen. Ich habe extra die Karten nicht so weit weggeworfen und extra hier behalten, toll, damit wir uns, falls wir uns an Fahrer nicht erinnern können, nochmal. Aber gut. Ja, aber die Top 3, die ganze Top. Also, erster Platz würde Vincenzo. Zweiter Platz wird Quintana. Jetzt sag du mal deinen ersten beiden und ich muss hier noch mal ein bisschen rumgucken. Okay, also ich habe ja schon, ich glaube, ich habe ja schon ziemlich viel gesagt. Ich habe gesagt, Fünfter. Wer wurde nochmal Fünfter? Yates? Stimmt, der Adam Yates, genau, wurde Fünfter, Vierter wird der Pinot oder andersrum, Dritter wird der Kruiswijk, habe ich gesagt. Ja. Und ich sage mal, so heißt es mir tut, ich sage mal, der Nibali wird Zweiter und der Quintana holt das Ding. Sage ich, nicht aus Sympathie, sondern einfach so vom Bauchgefühl her. Also ist mein dritter Platz, also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Pascal, dein Herzenswunsch, dann ist es natürlich Peyo Bilbao. Ja. Oder Jutsch Kasi. Aber ich glaube, Kruiswijk wird der dritte Mann. Also bei mir Nibali, Quintana und Kruiswijk, glaube ich. Okay. Und vierter Yates. Das ist ein geiler Typ. Aber es ist schon krass, was dieses Jahr für Leute mitfahren. Also so ein gutes Starterfeld hatten wir noch nie, finde ich. Ich hätte es halt, weißt du, jetzt halt geil gefunden hätte, wenn der Funk schon irgendwie umentschieden hätte und jetzt gesagt hätte, ich hole alle drei Rundfahrten dieses Jahr. Ja, oder halt einfach fahren wir ein Giro. Ja. Wenn der Pisser sich vor mir verstecken will, ich würde ihn eh nur als Beef mit dem nehmen und hätte gesagt, weißt du was? Ja, stell mal vor. Die versuche ich mal ein Giro, Junge. Das wäre eigentlich ganz nett gewesen. Er hat Konrad die Tour gewonnen, weil keiner mehr mitfährt. Ja, Junge, dann hätte er die Tour fahren müssen. Da hätte er seinen Schmarrn gewonnen. Der fährt die bestimmt dieses Jahr. Ja, gut, aber Froome ist ja dabei. Also Froome ist sehr, sehr schwer zu schlagen. Ja, aber nicht für Valverde, ganz ehrlich. Drei Hügeletappen, da ist der Junge weg. Ja, zwei Zeitfahretappen, dann ist Froome wieder weg. Kaputt. Ah, hören wir mal. Ja, ich kann mich nicht erinnern, haben wir in den letzten Folgen nach den Fahrervorstellungen irgendwas gemacht? Wir haben die Top 3 gesagt. Ich glaube nicht. Was willst du noch machen? Ne, gar nichts. Ich überlege nur, ich wusste. Ah, so. Also, ich glaube, viel mehr haben wir nicht gemacht, ne. Ne, nur einfach uns sagen. Wie sieht es denn eigentlich aus so vom Fahren? Wie viele Zeitfahren sind dabei? Ja, den Etappenplan, den werde ich ja nochmal im Nachhinein wahrscheinlich ins Vorhinein reinschneiden. Oder also entweder ihr habt ihn schon gesehen oder ihr seht ihn jetzt. Wobei die allergrößten Zeitfahrer sind ja jetzt nicht dabei. Da sind schon ein paar gute. Also was ich weiß, das hat mich erstaunt. Der letzte Tag ist tatsächlich ein Zeitfahren. Mhm. Es gibt keine flache Etappe am Ende, so wie es ja letztes Jahr und die letzten Jahre eigentlich war, sondern die letzte Etappe ist ein Zeitfahren. Ich schaue jetzt extra mal, ich habe irgendwo einen Link im Handy gespeichert. Erzähl da. Von Hyrule. Link. Ne, damit wir hier nochmal hier Strecke. Also wir gehen jetzt einfach mal, wir machen das hier Freestyle-mäßig, ist mir doch scheißegal. Auf die Fresse. Also wir gehen mal drauf ein, ja. Mhm. Erste Etappe geht von Alghero nach Olbia, wird relativ los, ne? Hügelig sein, ja, also mit einem kleinen Hügel am Ende. Zweite Etappe geht nach Tortoli, wird schon auch ziemlich wellig sein, ja. Ne? Schönes Auf und Ab, also es geht von Anfang an
ziemlich gut los. So, dritte Etappe nach Cagliari wird eine flache Etappe sein. Dann gibt es auch schon den ersten Ruhetag. Aufgrund, komisch, ne? Ja, aufgrund von Transfer, weil die in Sardinien starten, dann geht es nach Sizilien, also sie starten im Süden dieses Mal. Mhm. Vierte Etappe, direkt eine Bergankunft auf den Ätna. Das wird sehr, sehr interessant. Alter, glaub, wie die loslegen dieses Jahr, ne? Das ist ein harter Start. Fünfte Etappe nach Messina, eine flache Etappe. Dann auf... der sechsten Etappe geht es nach Terme Luigiane. Wird auch so leicht wellig, sag ich mal. So typische Barbero. Verdammt. Nee. Siebte Etappe ist dann nach Alberobello. Auch so halb hügelig, aber es ist wahrscheinlich eher was für Sprinter. Die achte Etappe dann nach Peschici, auch hügelig, ne? Mhm. Also muss man echt sagen, viel, viel wellig. Mhm. Dann die neunte Etappe auf den Blockhaus. Das ist eine sehr bergige Etappe. Also du siehst ja, ne? Ja, vor allem die Zielankunft, die ist im Regen. Also bis dahin eigentlich flach und dann der letzte Anstieg. Gut, aber ich denke mal, die werden hier auf diesen kleinen Zipfel, wenn die schon mit Tempo drauf haben. Ja, bestimmt. Dann gibt es einen Ruhetag. Zehnte Etappe dann nach Montefalco, 39,2 Kilometer langes Zeitfahren, ziemlich hügelig muss man sagen, kein flaches Zeitfahren. Elfte Etappe dann von Florenz nach Bagno di Romagna. Auch wellig bis, man kann schon sagen, bergig, ne? Also. Zwölfte Etappe dann nach Reggio Emilia. Könnte vielleicht sogar was für Sprinter sein. Ja. Oder für Ausreiser vielleicht. Dann die 13. Etappe geht nach Tortona. Flach. Flach wie Hund. Die 14. Etappe nach Europa, eine bergige Ankunft, wobei hier steht wellig. Also, mal gucken.
15. Etappe nach Bergamo. Grüße gehen raus. Ist auch hügelig. Wird wahrscheinlich was für... Ich sag, die Etappe gewinnt Rui Costa, die 15. Ich sag, die gewinnt Valverde, auch wenn er dabei ist. Oh, geil! Boah, geil! Dann die 16. Etappe nach Bormio. Drei hammerharte Anstiege. Leider bergab, dann ins Ziel. Die Etappe geht nach Canazei, auch bergig steht hier. Die 18. Etappe geht nach Ortizei St. Ulrich, oh ja, die ist sehr bergig, auch mit einer Bergankunft. Die 19. Etappe endet in Biancavallo. Auch bergig. Auch bergig. Die 20. Etappe endet in Asiago, auch bergig. Und die 21. Etappe endet mit einem Zeitfahren, startet auf der, ich glaube Formel 1, er steht da sogar. Also Mannschaftszeitfahren gibt es nicht, ne? Mannschaftszeitfahren gibt nicht, also letzte Etappe, 28 Kilometer langes, flaches Zeitfahren von Monza nach Milan. Eigentlich schon krass, ne? Was so ein kurzes Zeitfahren an Zeit einen ficken kann. Also wenn du jetzt mal überlegst, ja. Man sollte ja eigentlich meinen, das sind alles durchtrainierte Profis, so, ne? Ja. Aber wenn du jetzt mal überlegst, so ein Flum, der nimmt da jetzt, keine Ahnung, Amador nimmt da eine Minute ab. Stimmt, bestimmt mehr. Ja. Ja, und so gesehen wird es interessant, sag ich mal. Ja, wobei wenn man jetzt mal guckt, wer sind die Zeitfahrer, wer ist da so gut? Also Tom Dumoulin, muss man sagen, ist ein genialer Zeitfahrer. Tentam. Boah. Nee, der andere Holländer. Das ist ein Holländer. Wer denn? Du hast den Plan, du hast den Karten. Aber wenn ich sagen würde, Nibali ist auch kein schlechter Zeitfahrer, Quintana ist okay, aber es sind sowieso nicht viele Zeitfahrkilometer. Also eigentlich... Kann der Kölner denn das? Nee, nicht wirklich. Das Ding ist, das eine Zeitfahren ist hügelig und das andere ist nicht sehr lang. Also, ich denke mal, also ich finde es eigentlich ganz cool. Ich glaube sowieso, dass
Hannibal ist ja auch kein schlechter Zeitfahrer. Ich denke, Hannibal, komm, Quintana, der kann eh schlafen gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Streckenauswahl vom Giro dieses Jahr echt gut ist. Ich glaube, das wird ein richtiger Krimi am letzten Tag. Kann echt fahren. Er startet halt auch hart. Ja. Bei der Tour ist es ja echt immer so ein Eingrooven. Ja, wobei es auch da mittlerweile schon ein bisschen mehr ist. Aber eigentlich früher gehört ja die erste Woche immer den Sprinter. Ja, das war immer so schön. Also Eingrooven, Schwanz, ausgrooven. Gleich nochmal ein Zeitfahren. Ja. Aber so geht's gleich knackig los, dann mal ein Ruhetag. Und jetzt knackig weiter, aber ich geht's die ganze Zeit knackig los. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich werde mir die Video auch angucken. Ja. Und Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch wie immer gefallen. Ja, die Schuhe werden auch nicht billiger. So ist. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, unserem dummen Geschwätz zuzuhören. Ja. Weißt du, ob du willst ja eigentlich gerade, wir kommen ja nie mit Kack. Ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Top 3 schreiben. Ne? Denkt an, Peyo Bilbao zu erwähnen. Sonst komm ich zu euch nach Hause. Nicht wahr? Und ja. Dann gucken wir mal, wer hier der Klügere war. Also meine war Nibali, Quintana und Fußweig, ne? Meine. Und meine war Quintana, Nibali, Fußweig. Das ist ja langweilig. Ja. Aber wie gesagt, mein Herzenswunsch, Bilbao dritter. Bum, bum, bum. Auge vorne. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Nein, ich bin mit, also. Nee. So, Freunde, dann sehen wir uns nächstes Jahr dann wieder bei der nächsten Giro-Vorschau. Wir werden übrigens noch wahrscheinlich einen Podcast machen. Für Michele Scarponi. Immer geil Sachen anzukündigen. Immer geil. Ja, ich habe gesagt vielleicht. Ich habe gesagt vielleicht. Ja, das macht's besser. Ja, Tribute an ihn. Der Mann Tribute wurde ja überfahren, ne? Also platt. Er wurde angefahren. Angefahren und ist er gestorben. Ja. Heul. Also, ihr könnt ja mal vielleicht einen Daumen hoch da lassen oder kommentieren, ob ihr so einen Podcast sehen wollt. Dann können wir uns daran mal klarisieren. Übrigens, der Giro startet morgen schon, aber bis morgen ist die Folge nicht draußen, oder? Also wenn ihr die Folge seht, startet er hoffentlich heute, am Freitag, den 5. Mai, 2017, oder? Warte mal, ich guck mal. Ja, der 5. Mai startet der Giro, also ich hoffe, ihr seht die Folge heute, beziehungsweise heute wird sie veröffentlicht, okay, wann ihr die seht. Die ganze Laberei, ne, habe ich die ganze Zeit ein inneres Böden in mir, das ist so schrecklich. Böden. Ja, Freunde, dann haut da rein und peace out, ich bin draußen. Karten.